Das hier können wir ausstellen. Und wir können das hier auch ausstellen wieder. Ich müsste das wirklich verbinden. Aber mit einem Sensor, mit einem Atmosensor, der irgendwo höher liegt. Oh, die Dinger sind auch voll. Was machen wir denn da? Die Core-Level ist super. Ich muss die Dinger hier echt abreißen und Kühlschränke hinbauen. Sonst wird es ein bisschen schwierig, würde ich sagen. So, die schließen wir an, lassen wir genauso laufen wie die Dinger hier, übertragen. So, jetzt können die was holen und das reinpacken, da das liegt hier sonst alles irgendwo rum. Die Dinger sind auch schon wieder voll hier unten. Ich müsste hier eine neue Ebene von CO2 bauen. Das könnte ich wirklich machen. Okay. Ja, das geht natürlich nicht. Das geht nicht, das ist in Ordnung. Wir werden das wieder abreißen. Und jetzt eigentlich die durchlässigen Ziegel. Moment, wie weit reicht das Ding überhaupt? Ja, man kann das von hier aus weiterverteilen. Also das ist schon in Ordnung. 1, 2, 3 Container kann ich bis hier bauen. Das werden wir auch machen. 3 Container bis dahin. Auch bis hier unten hin. Eins, zwei, drei, vier Container und werden das ein bisschen in die Tiefe bauen. Beziehungsweise hier weiterhin. Das heißt, die sollen alles aus den Containern weiter verteilen, die Arme. Das sollte dann auch funktionieren. Werde ich gleich testen. Machen wir mal einen Test in diesem Sinne. Strom ist sogar dran. Die Schiene können wir auch hier hinbauen. Und das mit dem Robo-Miner einfach mal testen. Die erste Schiene. So, das heißt, ich werde die Schiene mal von hier bauen. Das geht erstmal hoch eine Weile. So. Das wird so ein zentraler Eingang. Dieses eine Ding hier erstmal. Da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. Und der hier soll irgendwie alles aufnehmen. Alles. Nur beim Aufräumen. Und dann soll das von hier erstmal hier rein in so einen Transfercontainer. Und dieser Transfercontainer, beziehungsweise drei davon, gehen dann weiter in so ein größeres Gebiet irgendwie. Also so ist der Plan jetzt erstmal und das werden wir testen. Ich baue das jetzt erstmal, das kann hier eh noch nicht weiter groß gebaut werden, weil die Duplikanten da nicht ankommen. Aber das macht nichts. So, und wir machen das erste Mal hier hin. Hier ist ein Belader. Machen wir das einfach mal dort rein. Den braucht Strom, das ist okay. Und Greifarm sowieso noch. Den setzen wir ja auch in die Nähe mal irgendwo. Der kann in alle Richtungen greifen. Das ist erstmal okay. Der soll in alle Richtungen greifen. Und der kann zu jeder Seite drei. So, das heißt, er sollte hier ankommen. Kabel legen, machen wir.
hier legen wir kurz ein Fundament rein. Das brauchen wir schon. Strom braucht das Ding ebenso. Und dann soll er das da reinkacheln. Macht er das auch weiter? Macht er das auch weiter? Ich will nur von den Greifarmen. Das wird nicht passieren beim Aufräumen. Nur beim Aufräumen. Zum Aufräumen markiert sind. Mal gucken. Mal gucken, was drin ist. Testen wir einfach mal das System. Ich will auch den Stromkreislauf hier ein bisschen besser legen noch. Ach so. Muss natürlich hier noch irgendwie eine Leiter bauen, das ist klar. Und das hier genauso. So. Ach, hier ist das Chlor jetzt wieder draußen. Ist ja auch super. Bauen wir das mal zu. Und ich bin gespannt, ob das irgendwie Sinn ergibt oder funktioniert. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das steht hier ganz gut drin. Das ist okay. Das Ding mal deaktivieren. Mal gucken, ob es hilft irgendwie. Berufe. Wer ist denn jetzt hier weitergekommen? Versorgung. Das gibt ein bisschen Stress. Chefkoch lassen wir. Mr. Fox. Was dit? Oh. 12 bloß. Jaja Tech könnte auch hier noch weitergehen. Ja, das geht sogar. Gucken wir nochmal auf die Vitalwerte. Ja, das ist ziemlich gemischt hier eigentlich. Und ich muss gucken, dass auch jeder was Schönes zu essen bekommt. Ja, Frostbrötchen geht hier auch. Aber haben wir denn nur einen Koch, der das im Moment kann? Moment. Tom. Wen können wir denn noch machen als Kotkraft? Famfo ist Professor. Der ist aber fertig, also nehmen wir den hier einmal als Koch. Jawohl. Und dann sollte er das auch machen können. Und je mehr von dieser hochwertigen Nahrung wir haben, desto öfter wird das natürlich auch gegessen. Oh, die quatschen. So. Ja, das ist okay. Sauerstoff, okay. Was passiert jetzt? Das Spiel ist abgeschmiert, oder was? Moment, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Zyklus 431 waren wir. Gut, das ist natürlich auch noch dem geschuldet, dass ich Moment. Dass ich hier die Testversion spiele, das ist klar. Das hängt natürlich damit auch zusammen, das ist instabiler und ist auch von der Performance nicht ganz so gut, weil das eben noch so integrierte Debug-Tools hat und fürs Tracking, für Bugs und so weiter. Und ich hoffe, dass das Ding auch irgendwie mit zu den Entwicklern kommt. 431 können wir gleich weitermachen, aber wir werden da am Anfang sein des Zyklus. Das heißt, einen Tag Verzögerung. Oh. Oh. Okay. Ja, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt gerade dabei, die Berufe nochmal zu sortieren. Das mache ich auch.
Jaja-Tech konnte ja hier hin. So, Wiesel und so weiter läuft. Wir brauchen aber den zweiten Chefkoch und das war Famfo. Sehr schön. Hier läuft alles. Mr. Fox braucht eben noch ein bisschen mehr Moral. Das werden wir auch hoffentlich hinkriegen. So, das Ding ist okay. Das werden wir hier mal mit Leitern versehen, sodass wir hier weiterbauen können. Das sollte gehen. Ja. Geht der Robominer eben auch, wenn der... Ach ne, der muss auf dem Boden stehen. Das ist das Ding. Hier war jetzt das Fundament noch fehlerhaft. Das ist okay. Huch. Ey, hallo? So. Wir können im Moment keinen weiteren reinholen. Wir haben keinen Platz hier. Keinen Platz. Wo kann ich denn hier weitermachen? Oh, hallo? Das Spiel spielt mir dauernd ab. Was ist denn hier los? Okay, wir müssen weitermachen. Wieder 401, der ominöse Zyklus 431 betet für mich. Ja, es ist schon einiges los, das stimmt allerdings. Wenn es anfängt zu laggen hier oder irgendwie mal kurz stockt, dann kriege ich schon ein bisschen Panik. Okay. Wir bauen das jetzt so. Hier brauchen wir das nicht weiterbauen. Müssen aber das hier bauen und müssen aber auch das hier bauen. Der Rest dürfte von hier unten gehen. Mal gucken. Okay. Das hat sich ein bisschen entspannt. Hier unten kann ruhig CO2 drinne stehen. Das ist in Ordnung. Dornblüten können das ab. Tierhaltung ist natürlich ein großes Thema, was wir noch angehen müssen. Das werde ich so ein bisschen neben diesen ganzen Plastikgeschichten, da wir das ja jetzt haben. Plastik 1000 Kilo. Also können wir noch zwei, drei Betten, glaube ich, bauen. Sollte also passen. Ah, das sieht ja auch komisch aus. Also dieser ganze Raum hier. Wenn die Leiter wegkommt, könnte ich das alles umbauen. Und hier die Leiter vernünftig hinsetzen. So, Möbel. Den Party, den Spielautomaten und die Jukebox bauen wir hier mal gleich mit hin. So. So, dann können wir die Türen hier gleich vernünftig bauen. Das hatten wir sowieso vor. Das kommt dann alles weg. Die Tür lassen wir gleich auf. Sehr schön, wenn die Arbeitskräfte sofort hierhin fließen. Öffnen. Ja. Sehr cool. Okay. Ich hoffe, das Spiel hält durch. Sauerstoff hier oben. Da müssen wir immer noch mal ein bisschen gucken, dass uns das nicht verloren geht, weil hier immer wieder was rausfließt.
Wie machen wir das? Das müssen wir hier ein bisschen anders machen. Hier zwei Türen hin. Und dann gehen die zwei Leitern eben hier nach oben, beziehungsweise raus auch einfach. Das geht. Hier können wir eine Leiter hinsetzen. Dann fließt eben nicht ganz so viel Sauerstoff raus. Und wir verschwenden den nicht, weil er ja doch durch das Öffnen. Hier haben wir ja nur eine Tür. Das Ding hier. Und da geht immer ein Schwall Sauerstoff raus. Und das können wir dadurch hier ein bisschen jetzt einfangen. Die Leitern gleich hoch. Das ist in Ordnung. Und Fundament auch. Ich wollte gerade sagen, gibt es hier Schutzanzüge? Ja, aber sind genug da? Es dauert immer eine Weile, wenn die Duplikanten die Schutzanzüge anziehen müssen, dann wird es halt eine Weile dauern, bis sie aus der Kolonie rauskommen. Und deswegen ist die Arbeitskraft da nicht ganz so groß wie innerhalb der Kolonie. Was ich gerade sehe, sind Container fehlt, Mangelware. Bilder können wir hier auf jeden Fall irgendwie gebrauchen. Ich werde das mal machen. Drei Stück dahin. Hier werde ich mal. Wie machen wir das? Ein hohes bringt hier auch nichts. Die Duplikanten haben sonst so viel Stress hier. So. Und das ist hier so eine Minischleuse im Grunde. Das ist so eine Minischleuse. Okay, hier kann alles wieder aufgeräumt werden. Das ist in Ordnung. Essen haben wir echt genug. Was ist denn mit Teppich eigentlich? Kann ich hier nicht noch was auslegen? 126. Okay. Das heißt, wir können hier alles richtig schön auslegen. Als Deko. Das Ding hier unten. Machen wir das auch mal mit. Sehr cool. Unsere Teppichabteilung hier. Ja, das wird dann wirklich wie eine Art Teppichabteilung aussehen. Hier mache ich mal die Leiter weg und ein vernünftiges Bild hin. Wie groß ist denn das? Oh! Das ist ordentlich. Kommt hier noch eins rüber? Ja, tatsächlich. Kommen die von hier unten daran? Ja, eigentlich schon. Oha. So, es wird also schon ordentlich gebaut. Wir müssen hier mal alles aufräumen. Liegt hier noch irgendwo was rum? Nee, CO2 passt. Wird fleißig abgesaugt hier. Ich müsste das aber hier genauso machen. Ich müsste hier auch einen Sensor reinbauen. Obwohl es jetzt Quatsch ist. Das Ding nicht, sondern hier oben eher. Solange hier noch CO2 ist und dort, muss es gleichermaßen aktiviert werden. Geht das mit einem Und-Gatter? Das weiß ich gar nicht. Das und das. Ne, wenn es eins von beiden ist. Das oder das. Wird aktiv, wenn eine oder beide Sa Systeme, die mit Eingänge verbunden. Was? Was ist das von Deutsch? Wird aktiv, wenn einer oder beide Systeme, die mit den Eingängen verbunden sind, aktiv ist. Puh. Okay, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Oder-Gatter, das werden wir auch bauen. Wo geht denn das hin? Gucken wir doch mal auf die Automatisierung.
Ein Oder. Also, das Ding soll aktiv werden. Das heißt, das oder das. Genau. Machen wir das Ding dorthin. Das reißen wir wieder ab. Dann bauen wir ein Gaselementesensor. Ein Critter-Sensor. Stimmt, der ist jetzt auch neu. Das ist auch cool. Gaselementesensor. Wo war denn jetzt das? Hier unten. Wenn hier noch CO2 ist, das soll eben abgebaut werden. Geht das Ding an? Ich hoffe, das läuft dann überhaupt, wenn hier überhaupt CO2 drin ist. Das ist sonst auch doof. Aber das bringt mir nichts, wenn hier zwar CO2 ist. Ich will das hier oben ja fernhalten, also mache ich das jetzt hier hin. Es bringt mir nichts, wenn das hier oben zwar CO2 registriert wird. So, hier ist der zweite Eingang. So. Das nützt mir nichts, wenn hier aber kein CO2 ist, was er absaugen kann. Das ist ja die Frage. So unerreichbar, das ist erstmal okay. Denn ich kann hier eine Leiter reinbauen. Automatisierungskabel läuft. Was ist hier los? Unerreichbar. Ach, die kommen hier gar nicht rüber. Doch von dieser Seite bloß. Oh nein. Oh shit. Zyklus 433. Wenn ich ein bisschen rauszoome, dann wird es auf jeden Fall kritisch hier. Oh Leute. Jetzt habe ich gerade das Ding gebaut hier. Schmiert dauernd ab. Gut, schließen, nochmal starten. Ein bisschen werden wir noch weitermachen. Okay. Weiterspielen. Zyklus 433, immerhin zwei weitergekommen. Ja, und ich muss mich halt immer erstmal erinnern. Boah, wo waren wir überhaupt? Also, wir haben hier das Automatisierungsgedöns gebaut. Wird hiermit angeschlossen. Hier unten, das ist okay. Dann machen wir hier weiter. Also, Automatisierung. Gaselementesensor. Hier unten hin. Geht dann hier runter. Zu einem Oder-Gatter. Dahin. Oder eins von beiden. So rum wollten wir das. Dahin, dahin. Das dahin, das weg. Und dann, wenn eins von beiden Signalen aktiv ist, wird das Ding aktiviert. Hier oben muss ich eine Leiter nochmal neu bauen. Also sehr instabil, sehr instabil. So, das scheint gleich fertig zu sein. Ein Hoch auf die Arbeitskraft. Duplikant ist verfügbar, aber ich habe keine Betten im Moment. Kupfer. Das haben wir. Über 2 Tonnen wurde gerade genommen. So, dann werde ich das kurz auf auf CO2 hier einstellen. Ach, Strom braucht das Ding auch noch. Kohlenstoff, Kohlendioxid. Ja, das läuft die ganze Zeit. Das steht hier auch. Strom.
2,5, 2,5. Also ist es egal, will ich das oben ran machen. An welches Stromnetz? Das mache ich dann oben ran. So. Tja, 25 Watt braucht das Ding. Das ist aber okay. So, jetzt will ich mal gucken, ob die Automatisierung auch schon läuft. Ja. Genau. Es läuft schon. Aber zieht er hier überhaupt CO2 raus? Ja, so viel er kann. Also das Ding ist eigentlich auch aktiv. Man muss mal gucken. Das Ding ist aktiv. Soll ich hier noch ein bisschen was rausnehmen? Sobald hier also was erscheint, wird das hier schon abgesaugt. Ich muss bloß aufpassen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich rausgeht. Also das ist ein bisschen komisch. Es schlägt hier dauernd an, der pumpt sich hier dumm und dämlich. Und ich muss aufpassen, dass das hier in diesem Bereich eben nicht drunter sinkt, weil er braucht ja CO2, dass es so weit drunter sinkt, dass hier irgendwas gefährdet ist, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich fast nicht. Und jetzt könnten wir das machen. 800 Gramm. Indem wir das wieder hier runter sinken lassen. Ich hoffe, dass es funktioniert, ich bin nicht sicher. Wir versuchen es einfach mal. Mit drei luftdurchlässigen Ziegeln. Bin ich mal gespannt. Okay. So, was macht das Ding hier? Ich komme noch nicht weiter. Granit haben wir ja genug eigentlich. Tonnen. So, das Ding wird auch gleich voll gehen. Bei über 100 Kilo wird es gestoppt. Da kommen wir bald hin. Also Wasser haben wir auf jeden Fall genug. Zentrallager wird gebaut. Was ist denn das hier? Kommt denn das alles her? Ach so. Ah ja, ich kann ja hier gar nicht bauen, weil eben das Ding da noch stört. Das ist ein bisschen doof. Oh nein! Zyklus 434. Ey, Wahnsinn. Kaum auszuhalten. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt noch eine Woche warten müssen, bis wir zocken können hier. Okay, Freunde. So, wir werden den Stream hier beenden. Auch wenn keiner zugeschaut hat irgendwie, aber ist nicht so schlimm. Diese Folge wird auch sowieso, das wisst ihr ja, bei YouTube erscheinen oder ist jetzt bereits bei YouTube. Das habt ihr gerade gesehen. Für alle YouTube-Zuschauer. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Abo oder Kommentar nicht vergessen unter dieses Video gerne. Ich hoffe, das kleine Fenster stört euch nicht mit der Webcam. Ich finde es ganz cool so eigentlich. Passt ganz gut rein. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr davon haltet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.